geht und ihr vielleicht auch mal selber streamen wollt und so weiter, wie ich, dann zeige ich euch noch ein paar Beispiele, wie, wo ich meine Sachen herbekomme, meine Overlays, wie ich die einbinde und was es da alles für Programme gibt, die man hernehmen kann, zeige ich euch ein bisschen was. Also, wen das nur interessiert hat mit dem Repariert und Technik, der kann abschalten. Wer noch mehr sehen will, der kann gerne dranbleiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Machen wir auch wieder alles ohne Cut. Ich benutze hier den OBS. Da habe ich meistens alles drin. Und da habe ich meistens mehrere Sachen eingebunden. Ich tue jetzt mal alles aufblenden. Hier zum Beispiel die Ziele. Die Goals. Das Game Overlay. Ein Death Counter. Sogar mit Sound. Zeig mal. Eigentlich schon ziemlich cool und das könnt ihr eigentlich alles selber einbinden. Also wer sich dafür interessiert, dann müsste ich auch dann die Zahl ändern. Na? Zahl ändern? Oder vielleicht auch nicht. Komisch. Naja, und der Sound ging zumindest, aber die Zahl ändert sich jetzt nicht. Jetzt selber nicht. Das war wahrscheinlich der Vorführeffekt. Ein Streamboss. Sieht man hier. Overlay. Hier oben. Ja, und das war's eigentlich. Also das kann man alles ganz leicht selber einbinden und so weiter. Ja, es ist jetzt eine kurze Werbung. Der Link ist aber bei mir, falls sich jemand dafür interessiert. Also dieses Overlay da, diese rote Umrandung, dieser Bildschirmtext hier von dem Spiel, diese Top-Ansicht, meine Alerts, die kann ich euch auch noch zeigen. Also wenn jemand abonniert oder so, dann erscheint da meistens ein Kasten, wo das da steht. Hier habe ich alle von, Moment, ich zeig's mal, von Own3D. So heißt der. Der Link ist bei mir in der Videobeschreibung. Ich will mal zurück. Sieht dann hier so aus. Gibt es halt Overlays, verschiedene. Da könnt ihr sogar ein Emote machen. Und da gibt es auch Overlays. Was heißt Overlays? Da gibt es halt Sachen, die sind für den Stream schon alles zusammen. Also es gibt Startbildschirm, Pausebildschirm, Endbildschirm. Es gibt diese Topbar, die ich euch gezeigt habe. Es gibt Blenden. Es gibt alles Mögliche. Hier ist mein zum Beispiel Brave Serious, habe ich genommen. Wir hüpfen mal rein. Das kostet jetzt 32 Euro. Und das gehört euch dann. Wenn ihr das kauft, dann gehört es euch auch. Da sieht man keine Werbung oder sowas. So sieht das dann ungefähr aus. Also das sieht halt wie bei mir im Stream aus, was ich hernehme. Dass ich nicht so abgegangen bin wie der Typ da. Aber okay. Ja. Ist eigentlich schon alles ganz cool. Und so könnt ihr euch ganz schnell ohne Mühe einen Stream erstellen. Sogar eine Live-Demo, wenn man das kurz sehen will. Ja, sah ganz cool aus. So wird das dann aussehen. Also wenn ihr mir schon mal im Stream zugeschaut habt oder so, dann wisst ihr schon, was ich da meine. Das sind diese Alerts. Auch nicht schlecht. Das ist dieser Startbildschirm, den ich gemeint habe. Gibt es in verschiedenen Ausführungen sogar. Also da könnt ihr eure Sachen eingeben. Facebook, YouTube, Twitter. Eigentlich alles ganz cool gemacht alles. Genau, das ist jetzt der Overlay, den ich auch habe für die Kamera. Also in Own 3D, der ist echt cool. Und vor allem, es gibt es auch noch 50%, also für 64 Euro, ich weiß nicht, ob ich es mir da holen würde, aber für 32 ist das echt okay. Kann man echt nichts falsch machen. Ja, ist Werbung. Ihr braucht es ja nicht zu holen. War ja nur von mir ein Vorschlag. Also so habe ich es halt gemacht. Ich halt nicht schlecht. Und um das einzubinden, habe ich halt OBS. Das ist eigentlich auch kinderleicht. Da macht ihr euch immer. Also ich erkläre es nur kurz, nämlich das wird das Video sprengen, wenn ich jetzt alles auf einmal erklären würde. Und da könnt ihr hier auch die ganzen Dinger wieder ausblenden, hier zum Beispiel. Ja. Die anderen lasse ich jetzt mal an, damit man es auch besser sieht. Und das könnt ihr halt einfach ganz leicht einbinden. Man sieht es ja hier. Diese Kugel ist zum Beispiel ein Browser.
Tut ihr einfach einen Browser einbinden. Da sieht man ja. Alerts, Emotes, Game Overlay. So habe ich alles eingebunden da in OBS. Ist echt super. Aber das Own3D TV nehme ich her. Und Stream Elements nehme ich her. Stream Elements, da habe ich die ganzen Overlays halt eingebunden, die ich halt bei Own3D gekauft habe. Ich zeig mal kurz ein Beispiel. Zum Beispiel Start. Sieht dann wie folgt aus. Der Stream startet. Wenn ihr da drauf geht, dann tut er euch halt eine URL. Also wie, die URL ist halt dafür da, damit er halt diesen Bildschirm hier, den ihr da seht, damit ihr den da in euer OBS reinbekommt. Und den bindet ihr halt dann per OBS einfach da ein. Also einfach nur über die URL. Ist echt kein Problem. Ich zeige euch einfach mal ein Beispiel, ganz kurz, wie ich das meine. Vielleicht kapiert man es dann besser. Geht mal hier auf Browser. Test. Tests. Tut mal später löschen. Und hier habt ihr das URL. Im Endeffekt tut ihr jetzt die hier. Sieht man das? Die Büroklammer, da bekommt ihr die URL her. Und die tut ihr hier einfach einfügen. Und schon habt ihr das Setup bereit. So einfach. Haben wir jetzt hier Tests. Ja, ist voll wieder weg. Aber wie gesagt, wenn ich euch jetzt alles da erklären würde, das wird einfach den Rahmen sprengen. Aber ist echt super gemacht. So habe ich auch Stück für Stück da eins nach dem anderen gemacht. Zum Beispiel ich arbeite mit Stream Elements und mit Stream Labs. Bei Stream Labs habe ich zum Beispiel jetzt mein Cloudbot habe ich hier eingerichtet. Ist eigentlich auch ganz easy. Könnt ihr die Kommandos eingeben, die ihr braucht. Timers. Timers sind halt, wenn er im Chat was selber vom posten soll, damit euer Chat lebt und damit ihr halt selber euch aufs Zocken konzentrieren könnt. Da ist das eigentlich auch nicht schlecht. Also hier zum Beispiel nach 10 Minuten. 3 Lines muss er Minimum haben, also das heißt 3 Chat-Nachrichten. Nach 3 Chat-Nachrichten postet er dann erst wieder was. Und da ist der Cloudbot eigentlich auch nicht schlecht. Und vor allem bei, da könnt ihr auch zum Beispiel hier Loyalty machen, das sind diese Punkte da, die Benutzer bekommen. Die könnt ihr auch hier eingeben, damit sie halt Punkte bekommen. Nicht. Punkte bekommt man eigentlich erst ab Twitch, wenn man einen bestimmten Status erreicht. Und so könnt ihr auch hier schon die Punkte vergeben. Das ist eigentlich echt alles ganz gut gemacht. Also würde ich mir auch mal anschauen. Streamlabs ist echt nicht schlecht und man kapiert es auch gleich. Da kann man zum Beispiel Widgets hinzufügen. Also du kannst Spiele hinzufügen, Chatboxen hinzufügen. Du kannst hier auch eine Alertbox einfügen. Das ist eigentlich alles umsonst. Also da könnt ihr alles umsonst machen, aber wenn ihr es schöner haben wollt, dann ist halt Own3D. Da kostet es halt ein bisschen, aber es ist halt dann schöner wiederum. Hier, ihr seht das selber, was man da alles eingeben kann und so weiter. Ich habe zum Beispiel jetzt den. Na, wo bist denn du? Streamboss. Ich habe hier zum Beispiel den Streamboss. Das ist, sag's nochmal, das ist diese Anzeige hier. Ey, braucht um mit so und so viel Leben. Das ist eigentlich auch ganz cool für die Community. Wenn ein neuer Follower kommt oder euch jemand Geld spendet oder so, dann geht die Leiste immer weiter runter. Und wenn sie komplett auf Null ist, dann kommt ein anderer User zum Vorschein und dann kann man halt gegen ihn wiederum kämpfen. Das ist eigentlich so ein Community-Ding. Das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Und da ist das gleiche Prinzip, da habt ihr eine URL, die kopiert ihr und dann tut ihr sie in OBS einfügen, wie ich es euch vorher gezeigt habe. Echt cool gemacht. Eigentlich schon cool, muss ich sagen. Und sonst, was habe ich denn? Ach. In Streamlabs, genau, da habe ich den Cloudbot und hier das Streamboss. Da könnt ihr auch genauso Alertboxen nehmen. Alles Mögliche könnt ihr da auch einstellen. Ihr könnt sogar eure Spenden da einrichten.
Nicht alles echt ganz gut gemacht. Wirklich. Und wenn ihr es sogar noch ein Stück haben wollt, habe ich noch einen Tipp. Also hier zum Beispiel, mal gut aufpassen da unten. Zeige ich auch noch, das ist auch noch ganz cool. Das heißt Stream Avatars. Da könnt ihr eure eigenen Avatars wählen, aus Animes, aus Spielen. Und die laufen halt dann da unten herum. Kostet halt auch wiederum ein bisschen Geld, ja. Manche Sachen sind halt leider nicht umsonst. Aber es ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Ist das lädt. Machen wir mal Stream kurz auf. Shop. Da gehen wir oben mal ein. Stream Avatars. 14,79 kostet das. Ihr könnt es auch mal gern kaufen, wenn es im Angebot ist. Und so sieht das dann aus. Da laufen mitten bei euch im Streamer solche Avatare herum. Die können gegeneinander kämpfen. Battle Royale. Gegen Bösse können die kämpfen. Echt alles echt cool gemacht. So sieht das dann aus. Da laufen voll viele herum. Das ist eigentlich schon ganz cool. Weiß jetzt nicht, ob man meinen jetzt gleich sieht. Wahrscheinlich, oder? Warten wir mal kurz. Aber da müsste ich euch auch extra ein Video machen, wie ihr da alles einstellt, was ihr da genau machen könnt. Also es ist alles ein bisschen viel, was ich da alles erklären kann. Ich zeige euch jetzt nur ein paar Beispiele. Na, jetzt hat. Also das ist jetzt zum Beispiel meiner hier, der Ape rockt. Und das ist mein Bot. Sieht man ja, Ape Bot. Könnt ihr verschiedene Sachen anstellen. Da könnt ihr zum Beispiel solche Bomben werfen, wenn ihr lustig seid. Da fliegen die halt auch herum. Ihr könnt Sterne werfen. Ihr könnt Blöcke hinbauen. Ihr könnt noch weitere Spawn-Bots hinzufügen. Ihr könnt einen anheften, wenn er euch jetzt nervt. Zum Beispiel einer von der Community, der ist ein bisschen Akku ist oder so, dann zack. Könnt ihr da hinpinnen. Ihr könnt ihn schleudern. Ja. Ihr könnt ihn schleudern. Hui! So, jetzt hat. Ihr könnt die nehmen und wegwerfen. Hui. Also alles Mögliche könnt ihr da machen. Eigentlich echt cool gemacht. Vor allem könnt ihr auch verdammt viele von denen spawnen. Eigentlich echt ganz cool, was man da alles anstellen kann. Ihr könnt die auch wieder löschen. Und was ich gemeint habe, ihr könnt ihn auch zum Beispiel da ändern. Moment, ich zeig's mal kurz. Nein. Ich hab's gleich. Ah, jetzt bin ich richtig. Hier zum Beispiel bei mir unter Info. Jetzt muss ich. Ach, man sieht es ja eh bei mir im Stream dann wahrscheinlich. Nein, sieht man nicht. Quatsch. Lass jetzt mal den da offen. Auch mal den ein bisschen kleiner, damit man sieht. Moment, ich hab's gleich. So, ich glaube, jetzt müssen wir es sehen. Da habt ihr hier Stream Avatars, also bei mir jetzt, den habe ich da hinzugefügt. Und dann könnt ihr unter den ganzen Charakter einen auswählen. Ihr könnt sogar so machen, das habe ich gemacht, dass man manche mit Bits freischaltet, dass man manche freischaltet, wenn man mir beim Stream zuschaut. Je nachdem. Zum Beispiel, ich will jetzt den fetten Broly da ganz kurz aufpassen und dann ändert er sich da. Zum Beispiel auch Naruto-Charaktere, One Piece-Charaktere. Kann man alles ändern. Das ist auch eine coole Interaktion mit der Community. Echt cool, hat mir auch echt gefallen. Den L zum Beispiel können wir auch machen. Wer Death Note kennt. Echt cool gemacht alles. So. Das soll jetzt nur ein kurzer Einblick gewesen sein wegen dem Stream. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann kann ich auch gerne ein Video machen, wo man es ausführlicher erklärt. Weil das sprengt doch den Rahmen, wenn ich jetzt alles sagen würde. So, ich hoffe, meine Tipps haben euch geholfen und gefallen.
würde mich freuen, wenn es das gemacht hat. Und sonst, wenn ihr mir meinen Stream zuschauen wollt, die Streamzeiten stehen bei mir im Twitch drin. Und vielleicht mache ich auch noch mehr solche Technikvideos. Wer weiß, wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall. Würde mich auch freuen, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht, wenn ihr euren eigenen Stream machen wollt oder so, vielleicht habe ich euch dann auch ein paar Anregungen gegeben. Vielleicht hat das auch geholfen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also danke. Ciao.